Moin zusammen. Ja, ich begrüße euch zum zweiten Teil, ne, von Birella erklärt TikTok. Heute geht es tatsächlich um Flach- und Sachgeschichten aus den Tiefen von Frau Birella. Aber schauen wir doch mal rein. Nur was Frau Birella hier so alles zu uns zu sagen hat. Vielleicht ist es ja doch interessant, wer weiß das schon. Nur auf jeden Fall könnte man, wie gesagt, das Ganze nennen Sach- und Sachgeschichten aus Österreich. Aber schauen wir doch mal hinein, was sie so alles Tolles zu sagen hat, unsere Frau Birella. Hallo meine Lieben, die haben gestern wieder meine Mama angegriffen. Die brauchen einen Grund, mich zum Hassen. Noch eine blöde Reaktion, Birella kommt. Wer ist denn die? Und wer braucht einen Grund, sie zu hassen? Also zum einen, ne, mal so ganz nebenbei gesagt, hassen, ne, ist ein ganz, ganz schweres Wort. Das würde ich so nicht nutzen. Man möchte sie auf Fehler, die sie begangen haben, hinweisen. Ne, das trifft die ganze Sache schon eher. Mit Screenshots. Und ich habe Screenshots von bekannten Menschen, was ganz hoch in die Rangliste sind. Was hat das Ganze jetzt mit der Rangliste wieder zu tun? Also diese TikTok-Rangliste, die muss ja echt ganz tief bei Ihnen verankert sein. Frau Birella, könnte es sein, nur mal so ein Gedankenspiel, dass Sie eine gewisse TikTok-Sucht entwickelt haben? Wäre das möglich? Noch eine Unterstellung, noch eine Lüge. Wollen Sie Grund, mich zu hassen? Mache noch eine blöde Video gegen mir. Dann sind alle Streamer arbeitslos. Ich möchte mal das Ganze so formulieren. Mittlerweile ist dieses hier schon das zweite Video, seitdem Sie dieses hier angesagt haben. Ne? Es ist das zweite Video mittlerweile. Das zweite. Ne? Und es kam nichts. Wann kommen denn diese Bildschirmaufnahmen. Vielleicht nicht, aber die von dieser Nische, von dieser Abteilung. Von welcher Abteilung? Aus welcher Richtung? Wollte der Grund, mich zum Hassen? Noch eine blöde Video. Ich warne euch. Hallo. Also zum einen, ne? Die Videos sind nicht unbedingt blöd. Auch wenn ich mich hin und wieder mal etwas seltsam ausdrücke. Ne, aber blöd, nee. Nee, Frau Birella, nein. Schauen wir doch mal das nächste mittlerweile gelöschte Video an. Ne? Die Videos sind übrigens von gestern. Ne, schauen wir doch mal das nächste Video an. Ups. Ja, da bin ja ich wieder. Und das erste Erklärvideo von Ihnen. Fanden Sie das jetzt nicht so unbedingt toll? Oder war das jetzt irgendwie, ja, wie sagen Sie immer so schön, ein sogenanntes Lügenvideo? Das glaube ich nicht. Aber hören wir mal, was Sie dazu sagen. Das würde mich ja auch mal interessieren. So, schon wieder komplett umgedrehte Geschichte. Ist mir klar, das hat was mit der deutschen Rangliste zu tun, mit Geld machen auf meinen Kopf, bla bla bla. Wir sind jetzt beim talentierten Künstler. Was? Schaut mal, das bitte nochmal. Ne, Frau Birella, Ihre Tonqualität ist nicht unbedingt so, zumindest lautstärkentechnisch, nicht unbedingt so das Beste. Sie sollten da vielleicht mal
an ihrer Lautstärke arbeiten. Aber das hören wir uns doch nochmal an, weil ich sag's mal so, das war ein Erklärvideo. Ne, da ging es tatsächlich um die Agenturen von TikTok. Also das war ja nun, ich weiß nicht. Ne, das war ein Erklärvideo. Aber schauen wir nochmal. Also das interessiert mich jetzt doch. So, schon wieder komplett umgedrehte Geschichte. Ist mir klar, das hat was mit die deutsche Rangliste zu tun, mit Geld machen auf meinen Kopf, bla bla bla. Wir sind... Achso, bla bla bla. Mit der Rangliste hat das was zu tun. Dieses Video hier, was Sie hier zeigen, mit der Rangliste. Okay. Jetzt beim talentierten Künstler. Welche Person war da missbraucht? Ja, das bin ich. Da, also, ne, das hatten Sie ja in diesem ersten Video tatsächlich uns nicht so genau dargestellt. Ne? Welcher talentierte Künstler denn jetzt ja, ausgenutzt wurde? Aber hören wir doch mal. Beispiel der Rambo. Der Rambo. Das ist also der TikToker, der verurteilt wurde und dafür in der JVA ist. Ne? Ja, aber was hat denn seine private Verurteilung jetzt mit TikTok zu tun? Also das, was er, den Mist, den er gebaut hat. Und ne, das dürfte ja nicht wenig gewesen sein. Der Rambo hätte so ein großes Talent, um Menschen für Lachen zu bringen. Und wo ist der jetzt gerade? In Knast. Wen wollen die abschieben? Barello. Meine beste Freundin wollten die auch abschieben. Bei Herrn Barello ist es ja so, er hat zu Gewalt aufgerufen. Ne? Und sowas sollte man nicht tun. Er hat dazu aufgerufen, ja, wie soll ich das sagen, Geschäftsleuten ihre Ladeneinrichtung zu verschönern. Das macht man nicht. Ne? Und er hatte ja auch nur Duldung bei uns in Deutschland, ne? Der Herr Barello. Dass er jetzt ja so viel Druck ausgesetzt ist, dass zumindest sein Hauptaccount erstmal verschwunden ist, er wird noch sehr viel mehr Druck abbekommen. Ne? Ob das jetzt vom Bertelsmann Verlag ist, ne? Also sprich Bild-Zeitung oder von sonst irgendjemanden, er wird so viel Druck bekommen, dass er sich freiwillig löscht, Frau Birella. Ne? Aber warten wir doch erstmal ab. Vielleicht passiert auch gar nichts. Ne? Aber man sollte Leute, die zur Gewalt aufrufen, nicht unbedingt unterstützen. Also Agenturen, schämt euch. Schämt euch, schämt euch. Was hat denn mit diesen Aussagen von Birello jetzt irgendeine Agentur zu tun? Das ist doch wieder so völlig aus dem Zusammenhang. Was gestern, was mich angeht mit die Mama, hat gesagt, das ist Katastrophe. Uns hat nicht einmal irgendwelche Doktor angerufen. Also das, was sie da erzählen, ist einfach Müll, Müll, Müll. Nee, umgekehrt, ne? Weil wenn es einem schlecht geht, ruft man den Doktor an. Weil der weiß sonst nicht, dass es einem schlecht geht. Also der ruft nicht mal eben so nebenbei an. Ne? Sondern man selber ruft beim Doktor an. Das haben sie ja auch gesagt, dass ihre Mama beim Arzt angerufen hat. Ne? Genau so haben sie sich ausgedrückt. 1 Cent auf jemanden live pro. So, Punkt, Ende. Ja, Punkt. Ende. Dann haben wir noch eins, ne? Weil in den tiefen, tiefen des sozialen Netzwerkes haben sie ja ziemlich viel hochgeladen. Schauen wir uns das auch gleich nochmal an. Hier also spielen mit dem Feuer. Aber Frau Birella, Sie sollten doch eigentlich beim Thema bleiben, so mit Agenturen, Rangliste und auch Talent, ne? So, Talent. Also das, was, weiß ich nicht, nicht so ganz da ist oder so. Aber mal gucken, vielleicht sagen Sie ja hier was. Man weiß es nicht so genau.
Wer ist Fame geil? Ansage, Geldwäsche, fetteste Einnahmen Ansage von illegalen meines Geschäften, Lebens und Meinung zu letzte. der ILO. Alle Skins von Zoe, kann ich Ich war jetzt zeigen, in wollte sich mit mir treffen Telegram-Chat. in Gera in München. Birella Broadcast. Birella. Nur mal so als kleiner Hinweis. Ne? Sie sollten vielleicht nicht unbedingt sprechen, wenn die Sprachausgabe da ist. Oder Sie lassen gleich die Sprachausgabe weg. Dann können Sie vom Anfang an des Videos sprechen. Es ist immer schwierig, ne, wenn man eine Sprachausgabe hat und trotzdem auch selber etwas zu sagen hat. Das funktioniert nicht. Ne? So zwei Sachen können nicht auf einmal passieren. Ne, selbst bei TikTok nicht. Na, Birella Game Broadcast. So. Ja, bitte. Ich war in Rangliste dank Zoelando. Er hat mir mit Rufmord gedroht schon vor 3 Monaten. Da habe ich. Ja, aber was hat jetzt Birella Game Broadcast damit zu tun? Ja. Und vor allen Dingen, soweit wir gesehen haben, und zwar auf ihren Screenshots, hat, sagen wir mal so, der Zoelando, um den es ja hier ständig geht, den eigentlich niemand hier kennt, nicht ihnen gedroht, sondern er hat ihnen gesagt, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen. Ne? Und auf keinen Fall mehr möchte er mit ihnen Kontakt. Ansonsten hören sie von seinen Anwälten. Ne? Die Geschichte war ja irgendwie andersrum. Beweis. Garfield ist Top-Supporter von Zoelando. Ja, das mag so sein, dass Garfield Top-Supporter von Zoelando ist. Ja. Und was wollen Sie uns damit jetzt genau sagen? Hat mit dieses schmutziges, dreckiges Game von Hells Angels irgendwas zu tun? Ja, man ist wieder fassungslos ein bisschen. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer sind die Großen, die Kleinen. Einfach, das ist Leute Hells Angels. Also, einfach die Leute sind das. Gut, ja. Ich weiß nicht, aber welche. Sicher nicht alle. So, Garfield hat da was zu tun. Weil, wo ich mit Yasa Abuchaka vor 4 Monaten gematcht habe, hat Garfield mega, mega reingeballert gegen Yasa. Ja, das machen viele Unterstützer, ne, dass sie ihr eigenes Geld irgendwo hinmachen, ne, also so reinfeuern. Da kenne ich übrigens auch einen, ne, der, ja, wie soll man sagen, ein nicht ganz reales Abbild einer Frau verehrt, ne? Der möchte mit ihr ganz gern Camping gehen, ne? Und deshalb feuert er da auch ganz gerne mal so die ein oder anderen Cent in diese Frau. Sind alle Antifit, ne? Und was ich noch so erklären kann, bitte, die zwingen euch keinen Support für Barello. Kein Support für Fitna, deswegen alle Accounts wurden immer irgendwie gesperrt. Ja, bei Birello ist es auch, wie gesagt, momentan echt schwierig, ne? Weil er sich eben politisch geäußert hat. Die haben mir eingeredet, bitte supporte nicht Barello. Genau diese Zoelando-Nische. Momentan hat das recht wenig mit Zoelando zu tun, aber okay. Diese alle seine Matchpartner können sie vergessen. Und noch aufpassen, die sind sehr gegen diese Dilo. Die sind gegen Dilo alle. Wer oder was ist Dilo? Frau Birella. Ist das auch wieder irgendeiner ihrer Fantasiefiguren aus der Rangliste? Oder wer ist Dilo? Mehr weiß ich nicht. So. Die haben meine Schwäche gefunden, meine Eltern. So, Zoelando, Garfield, die sind gegen Dilo, jede Matchpartner von Zoelando.
Missbrauch im Internet, aber sehr. Achso, jeder Matchpartner von Zalando ist ein Missbrauch des Internets. Ich möchte es eigentlich anders formulieren. Ne? Jede Benutzung von dieser Plattform, auf der Sie sind, ne, auch TikTok genannt, ist eigentlich ein Missbrauch. Ne, das muss man mal so ein bisschen hochgetragen sagen. Großes. So. Ich weiß nicht, wer von Hells Angels das ist, keine Ahnung. Ja, würde mich aber auch mal interessieren, wer von dieser Gruppe das jetzt genau ist. Ne, weil Sie behaupten das ja ständig. Ne? Würde mich echt mal interessieren. Sagen Sie doch mal, weil Sie sagen doch immer, Sie haben Screenshots. Geben Sie dir doch mal einfach frei. Aber Garfield, Anna, hinter die Maske. Ansage, was können Sie jetzt machen? Ja, das weiß ich nicht, was man jetzt machen kann. Aber herzlichen Dank für diese Aufklärung. Ne? War wieder mal sehr interessant, Frau Birella. Wir sehen uns dann mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer kleiner Streamcakes. Ciao, ciao.